Bayern Sport in Sat 1. Präsentiert von der Glücksspirale. Da Faustball ein bisserl in Vergessenheit geraten ist, hier erstmal eine kleine Regelkunde. Faustball spielen 5 gegen 5 auf einem Feld, das 50 mal 20 Meter groß ist. In der Mitte geteilt durch eine Leine in 2 Meter Höhe. Dann 3 Meter von der Leine weg eine Angabelinie. Dann wird eben die Angabe gemacht mit der Faust dann ausnahmsweise. Aber alles andere, die Abwehr des Balles mit dem Unterarm, das Zuspiel mit dem Unterarm und erst der Rückschlag vom Angreifer dann wieder mit der Faust. Wir gewöhnen uns an den Rasen, wie der Ball hüpft. Da hüpft er nicht so wie in der Halle gerade, sondern hüpft manchmal nach rechts und manchmal nach links. Wir versuchen jetzt mal, den Ball zu unserem Partner zu schmeißen, über die Leine. Linker Fuß ist vorne, wie bei der Angabe. Wir nehmen den Ball in beide Hände und schmeißen den Ball zu unserem Partner. Der wartet drüben in der Abwehrhaltung und versucht den Ball, nachdem er einmal aufgekommen ist, zu fangen. SVA! 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 Die Amendinger Faustballer haben mit 140 Mitgliedern im Gegensatz zu anderen Clubs keine Nachwuchssorgen. Da starten wir Übungen in der Turnhalle mit der Schule, Zusammenarbeit mit der Schule. Und versuchen gleich die Vierjährigen auf unsere Seite zu locken, bevor sie den Fußball alle abgreift. Und das zieht natürlich immer, wenn man sieht, es gibt Meisterschaften, egal ob deutsche Meisterschaft, Europa- oder Weltmeisterschaft. Und wenn wir dann, wie wir es momentan sind, überall die Sieger sind, dann tut man sich natürlich etwas leichter. Also wie in der Halle, in der Mitte, einmal rechts, einmal links, okay? Auf geht's. Traditionell ist Faustball eine beliebte Frauensportart und es gibt sogar gemischte Wettkampfteams. Generell ist es so, dass Frauen dürfen bei Männern spielen, aber Männer nicht bei Frauen. Und sonst dürfen die eigentlich in jedem Alter bei den Jungs mitspielen. Das Spiel an sich lebt von zwei wichtigen Komponenten. Knallharter Angriff und spektakuläre Verteidigung. Es hilft auf jeden Fall, wenn man schnell ist, wenn man spritzig ist. Beweglich muss man sein, koordinativ muss man gut sein. Das ist eigentlich so das Wichtigste. Kraft zum Teil vielleicht für den Angreifer, aber das Allerwichtigste ist eigentlich die Technik dann. Ein Hoch auf uns, auf dieses Leben, auf den Moment, der immer bleibt. Geht nicht immer nur mit draufhauen, sondern man muss auch gucken, wo ist eine Lücke, wo kann man hinschießen. Ja. Muss ja auch den Kopf mit einschalten, definitiv. Faustball beim SVA, eine Traditionssportart, die keinen Staub angesetzt hat. Wir verabschieden die gegnerische Mannschaft und das Schiedsgericht mit einem gewaltigen SVA! Bayern Sport in